Ahoi Leute, willkommen zum nächsten Part von SideQuest Multiplayer Play mit mir, ihm, Dogen, Kriegern, Dämonen, einer Wand, Belagerungsdings hier und er steht unter der Brücke, weil er ein Profi ist. Und ich stehe unter der Brücke, weil ich mich runtergewackt habe, aber das tut jetzt gar nichts zur Sache, sondern dass wir jetzt weitergehen und ich hoffe, Freddy ist da unten, Alter. Richtig geregelt. Also, vom Ton her richtig geregelt, weil. Letztes Mal hat das irgendwie nicht so gepasst, dann habe ich das Mikrofon verändert. Ihr habt gar keine Ahnung, wovon er redet. Nee, hab ich keine Ahnung. Ich bin gerade nochmal gestorben, weil wir auf der Suche nach dem Hades-Teil waren. Dann bin ich rausgerannt und dann waren da 1000 Gegner, weil einfach niemand getötet hat. Und ja, ich bin auch gerade zweimal gestorben noch. Weil ich dreimal sogar. Nee, zweimal. Weil ich einmal auch auf der Hades-Suche war und weil ich dann noch zwei Quests abgegeben habe, die wir vergessen haben abzugeben. Ich glaube, da sollten wir noch nicht reingehen. Doch. Ich hab so das Gefühl, da geht's weiter. Ja, Palast, da müssen wir auch hin. Ja, aber da hinten geht's ja auch noch runter. Nein, das ist eine Wand. Nein, da ist keine Wand. Da ist ein kleiner Zaun. Nicht dein Ernst jetzt. Komm schon, täusch mich nicht. Komm schon. Mist. Den sieht man auf der Karte aber nicht. Doch, sieht man. Nein. Wenn du weißt, dass er da ist, dann suchen wir nochmal ran. Wenn man weiß, dass der da ist. Dann kann man 91% Akku. Also, dann gehen wir einfach mal rein. Okay, hier rein. Hallo. Geheimgang. Hallö. Ja, der Gang war sehr geheim. War schon schwer zu finden. Ja, und hier ist auch irgendwo das letzte Teil. Das letzte Portal. What the Doge? Hyphon kommt wieder. Fuck the shit. Ach, du wusstest das ja nicht. Ich habe übrigens keine Tränke. Ja, und ich bin fast tot. Und ich mach dem keinen Schaden. Ach doch, ich mach dem ziemlich gut Schaden sogar. Au. Sag mir, wenn er dich gefokust hat, dann greife ich ihn wieder an. Ich hab mich gefokust. Sag mir, wenn du Leben brauchst, dann heile ich dich. Ja, ich kann ganz gut ausweichen. Ich brauche auch gerade selber Heilung. Er hat mich gefokust. Er hat mich. Wieso kann er Wurfspeere haben und ich nicht? Jetzt hat er mich. Mit fast kein Mana mehr. Ist doch nicht dank du mir. Du bist dein Mana ja auch down. Aua. Okay, jetzt hat er mich wieder. Giftbomben hat er übrigens auch. Nee. So, Mana-Down-Bomben wahrscheinlich. Sein Mana ist weg. Das ist nice. Dann kann er jetzt nur noch normal angreifen. Oder Bomben werfen. Und Speere. Ach, er hat dich wieder gefokust, sag das doch. Ja, ich war mir selbst nicht ganz sicher gerade. Hat mich wieder. Ja, er hat einen Mana Down, also einen Mana Burn. Er hat mich. Aber wir haben nicht nur auf Hälfte Leben. Also der ist auf jeden Fall einfacher als der Gegner gestern bei Borderlands, den wir nicht geschafft haben. Ja, der war auch für Level 50 und wir waren Level 0. Ah, Level 30 oder so. Der regeneriert aber auch Mana. Übrigens, ich krieg schon Datum mal gesetzt, damit wir ein bisschen mehr Schaden machen. Boah, das ist geil, Alter. Vor allen Dingen, was macht mein kleines Ding ja auch schon. Also jetzt halte ich sogar 3 Hits, oh mein Gott. Ein Heal wäre super. Ein Heal wäre... Oh, danke. Oh. Er schlägt mich einmal, der Heal war wieder nutzlos. Oh, fuck. Oh, ich wäre gerade fast gestorben. Kann ich ihn stunnen? Nein, natürlich nicht. Hast du Lust, deine Kriegsstandarte gleich zu machen, wenn du kannst? Das dauert ein bisschen, bis ich unter... Ich hab ihn wieder. Lock ihn mal bitte in die Fallfallen rein, damit er noch ein bisschen extra Schaden bekommt. Ja, aber die brennt halt auch runter, ne? Ja, und? Er trifft aber nicht. Er hat mich, oder? Ja. Meine Kriegsstandarte steht wieder. Geil. Er hat sie direkt kaputt gemacht. So, und er ist... ist... tot. Königliche Truhe. Was das Schönes. Gold. Oh, mein Gepäck ist voll. Meins auch. Fast.
Lass uns zum Händler gehen, weil ich habe nichts mehr. Gar nichts. Wo ist denn Rodos? Elysion. Ich gehe einfach nach Rodos. Genau, Elysion ist schöner. Da krieg ich gleich wieder Augenkrebs von der ganzen Helligkeit. Ich kann auch mal die Gardinen aufmachen, Alter. Schönes Wetter. Ah, Alter, Rodos ist auch so hell. Oh Gott, Elysion ist einfach noch heller. Die arkanischen Künste sind nicht mehr als das Zurückrufen von Erinnerungen an Geheimnisse, die du einst kanntest. Intelligenz, Intelligenz, Intelligenz. Ah, das ist blau, das verkaufe ich natürlich nicht. Nein. Ich habe noch so eine Essenz von der Dissens Gewitztheit. Und okay, ich habe Auge des Himmels als Artefakt. Da brauchen wir Himmelsfeueranfänger, Lied der Schlange und gepeinigte Seele. Okay, ich habe Druidenwickel als Artefakt, nein, als arkane Formel gekriegt. Brauche ich nicht die Waffe? Der Helm ist scheiße, Bogen benutze ich eh nicht mehr. Ring mit 23 Geschicklichkeit brauche ich nicht. Feuerwiderstand, ich Feuerwiderstand. Weiß. Die Amulette sind auch reinster Scheiß. Juwel des Feuers ist jetzt auch nicht so geil. Ich muss mir wieder 1000 Tränke kaufen. Ich verbrauche so 6 Energietränke und einfach so 70, nein, nicht ganz 70, 60 Tränke oder so. Okay, ich verbrauche so einen Moment. Bis dann. Ja, so 20 Energietränke. Karawanen, bis ich dann auf Null bin. Moment, das ist. Okay, wir haben fast ein Herzblut der Fuhre fertig. Nice. Oh, nice Rüstung, Alter. Aber so gut ist die nicht. Meine ist geiler. Oh, da ist ja noch mehr Inventar. Ich weiß gar nicht, wohin ich mit der ganzen Schrift rollen soll. Ich hab keinen Platz dafür. Gar nicht, ey. Bei mir ist dein Gepäck ein sicher. Ich bin ja auch ein momentan komplett voll. Na hier, Eisfeuerspieß, den wollte ich dir noch geben, Intelligenz, ne? Intelligenz, ich weiß es gar nicht, was du mir geben wolltest. Ah, du wolltest mir geben. Schleck, schleck. Ich habe eine Schriftrolle der Verwundbarkeit gekriegt. Der Unverwundbarkeit habe ich auch irgendwie gehabt. Dann gehen wir mal zum Karawan. Finde die Kraft in dir. Schön für dich. Schön für dich. Halt bitte das Maul, danke. Ich pack mal den babylonischen Speer ins Übergabereich. Ich pack mal alle langen Sachen außer Rüstung ins Übergabereich. Ich pack mal alles an Rüstung ins Übergabereich. Das ist einfach mal wieder ein richtig spannender Part, in dem wir nichts schaffen. Ja, wie immer halt, ne? Nee, sonst schaffen wir ein bisschen was. Ja, ein bisschen was, aber nicht viel. Und heute warten wir jetzt mal wieder, dass du was machst. Kann ich nochmal den ganzen Dreck hier einsammeln, dann nochmal verkaufen gehen. Elysium bist du, sagst du? Ja. Geht auch mal hin. Alter, ist das hier hell. Ist voll von Arsch. Ich hab gerade erstmal alle meine babylonischen Sachen zusammengepackt. Ich hab 3 Teile von dem Set. Leben? Mich nice. Das Heldentum endet nicht mit dem Leben. Wie soll ich den Schild behalten? Schau auf die Felder vor dir. Achso, weil der nicer große ist als meiner. Taten, wie schon okay. Immer. Den Schild habe ich behalten, weil es ein blauer Schild Fast ist. Dann packen wir den mal hier rein. Na, guck dir mal bitte diesen Speer hier an. Boah, der sieht echt geil aus. Amok. Wie viel Schaden macht dein Speer? Mein Speer, 85. Der macht maximal 98. Boah, nice. Das ist ein Eisfeuerspeer, ein blauer. Ja, dann muss ich noch die ganzen Sachen zusammenkraften. Dann mach halt. Moment, ich habe noch was anderes für dich. Fertige Essenz von Willens Artefakt oder so ein Scheiß. Was haben wir hier noch? Den da, den haben wir jetzt auch fertig. Klinge von Tantos ist fertig. Keine Ahnung, ob ich das gerade richtig vorgelesen habe. Ach ja. Also, die Sachen immer so schlecht. Da ist noch eine. Warum hat der Typhon nochmal wiederbelebt? Das ist gemein. Ja klar, das ist gemein, weil er allgemein ist. Asphinz von Aeris Zorn haben wir jetzt zweimal. Sag das dahin, das Wieso dahin. Wieso hat Typhon ein Gesicht als Lendenschurz? Keine Ahnung. Schwuchtel. Ehrlich bin. Ja, dann gehen wir mal gleich rausschmieden, weil die Sachen wollte ich noch rausschmieden. Und wieder reinschmieden. Oh, das nächste Mal, wenn wir in die Stadt gehen, machen wir eine Aufnahmepause, ey. Ja, okay. Eisfeuerspieß? Alter, ist der nice. Ich weiß nicht, den habe ich die ganze Zeit im Inventar gehabt, den habe ich ganz vergessen. Den wollte 10% ich hier... Gesamtschaden hoch, 75, 57% Verbrennungsschaden für 3 Sekunden. Verbrennungsschaden? Egal.
Frostschaden gewährt folgendes: 44 Feuerschaden, Kälteschaden, Reduktion der Frostdauer und Angriffsqualität. Danke. Meiner macht zwar 20% mehr Schaden, aber ist trotzdem nicht besser. Heißt meiner schnurlos? Hm? Schonungslos, ich hab grad schnurlos gelesen. Ja, schnurloser Speer der Schnur. Schnurlos. Reliktgewinn. Reliktgewinn. Oh, das kostet ja auch voll viel, Alter. Mhm. Das eine war eine Rüstung, ne? Ja. Ist egal. Möchtest weiterspielen? Ich glaube, ich möchte schon die Kamera rum. Geh dann mal kurz ins Übergabereich, pack den Scheiß wieder weg. Kommt Typho nochmal als Geist wieder? Ich glaube nicht. Ich weiß es aber echt nicht mehr. Zuerst töten wir Typho, dann töten wir Typho als Skelett, dann töten wir Typho als Geist, dann töten wir Typho. Bist du schon wieder da? Schon lange. Zweimal. Okay. Und machst ja, das Portal steht noch. Danke. Oh Gott. Sorry, dass ich so lange brauche. Ach, Titan Quest, hier, Dingens ist ja auch schon veröffentlicht. Ja, Isaac kam ja Montag. Ich hab mir so angeguckt. Ja, ich fand's super. Ich glaube, den Part habe ich mit dir aufgenommen. Ja, ich weiß. Ach, hallö, na Mäuschen? Na und unter? Also ja, irgendwie sind ihre Fesseln da in der Luft. Ja. Best programmiertes Spiel halt, ne? Wo gehst du? Gucken. Ich mach jetzt. Wir können dir nicht helfen. An. Ab hier kenne ich das Spiel sogar ein bisschen. Nur mein 1000 Boss Rushes. Was müssen wir machen? All in. Ach, wir müssen die Fesseln zerstören, okay. Danke. Ach, das war wirklich Verwundbarkeit, nicht Unverwundbarkeit. Magst du bitte? Beeil dich. Okay. Beeil dich, all in. Wer war sie jetzt nochmal? So ein dunkler Prozessionsweg. Eine Göttin. Sexy Göttin. Finde ich gut, dass es sexy Göttin gibt. Frauen dürfen von mir aus mehr in Spielen sein, solange sie gut aussehen. Erstmal für Hate sorgen. Ja, ich werde jetzt kurz 30.000 Feministen verprügeln. Frauenfeindlich. Ja klar, es ist voll frauenfeindlich. Muss ja auch, ne? Muss ja auch irgendwie lustig sein. Muss ja irgendwie frauenfeindlich sein, ne? Das können ja nicht alles pro Frauen sein. Pro Frauen. Du bist voll Pro-Frau, ja, und? Du bist voll Negativ-Frau. Ah, nee, Kontra-Frau. Kennst du Kontergan? Ja, voll geil, Kontra, ja. Kommt da gar nichts zu. Das ist voll böse, Alter, vor allem, wenn man sowas in der Familie hat. Hier mich, plus. Thanks, mate. So. Ja, der Spruch ist trotzdem lustig, muss ich ja mal zugeben. Der ist einfach lustig. Oh, scheiße, ein Klingmite. Bin tot. Hab dich geheilt versehentlich. Okay. Ja, Jörg, ich weiß, dass man oben links einfach auf das Bild klicken kann. Aber das ist viel zu schwer, Jörg. Na, da muss ich immer einmal noch komplett oben. Ah, Freddy überlebt halt. Ich bin in diesem Part erst einmal gestorben. Hast du einen Timer gestartet? Ja. Oh, ich wurde gerade angerufen. Ist gut. Meine Mutter. Das ist jetzt egal. Wir haben auch nur 6 Minuten. Ich weiß. Alter, wir haben einfach 20 Minuten. Ich habe einfach 20 Minuten in der Stadt rumgepimmelt. Naja, nicht ganz. Aber ziemlich lange. Ja, 10 Minuten waren das, denke ich mal, schon so 6 bis 10 Minuten. Ja. Ich bin die ganze Zeit im Kreis gelaufen. Weil ich bin da zweimal in die Stadt gelaufen, wo du einmal da warst. Ich weiß, ich habe ja auch noch Sachen verkauft und Übergabereich gelegt, tonnenweise. Und dann muss ich noch zusammen craften. Ich habe nicht gecraftet, ich habe Sachen in den Übergabebereich gepackt, ich habe Sachen verkauft, ich bin zurückgeportet, habe nochmal Sachen verkauft. Ich habe die ganze Scheiße auch noch getrennt. Hier die Arkanformeln und so und die Sachen, die jetzt im Übergabebereich liegen, haben die Z-Gegenstände. Und nicht Z-Gegenstände. Ich finde, das Übergabebereich ist zu klein. Nein, die gesamte Karawane ist zu klein. Mhm. Man sollte am besten eine wirklich ganze Karawane haben. Ja, so 27, so sind 27-fachen Platz davon, das würde reichen. Vor allem, wir haben ja nicht mal annähernd ein paar Sets gefunden, nichts. Na
Naja, aber wir haben Powerbau. Ach, mein Ding ist aus, weil ich gestorben bin. Welchen Herz? Sind die irgendwie eine Stunde gestunt manchmal? Manchmal nicht, ich verstehe es nicht. Ja, irgendwie schon. Ich würde dir sagen, liegt daran, wie hoch dein Glück ist, aber das ist Isaac. Ding mal. Zwei Stück. Okay, gucken wir erstmal eine Tour. Guck mal, die eine, die war jetzt eine Sekunde gestunt und die andere ist immer noch gestunt gewesen gerade. Bin down. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh. Ich auch. Ich komm da nicht weg! Ja, ich auch nicht. Langsam. Das ist was für ein Arsch, ey. Ja. Gutes Game Design, danke Riot. Ja, Riot sind die Entwickler von League of Legends, aber die sind für alles schlecht auf der Welt schuld, weil League of Legends einfach so verbuggt ist. Ja? Ja. Ist es das? Oh, Entschuldigung übrigens, dass ich so ein bisschen ekelhaft bin im Let's Play. Ich wollte doch zwischen den Parts, wollte ich mir was essen machen. Ist mir doch egal. Kriegst du aber ich bin hungrig. Ich auch. Ich werde so Hulk, wenn ich hungrig bin. Nein, wirst du nicht. Ja, aber ich werde böse. Nein, wirst du auch. Wirst nicht du, wenn du hungrig bist. Oh, guck mal, ich bin tot. Das ist dein Grab. Ach ja. Okay, erstmal auf die Klingenheit. Die mich trotzdem fast tot, obwohl ich sie stunne. Alter, was ist denn los mit denen? Jetzt auf den Blutmagier. Oh, die andere ist doch durch meinen Blutungsschaden gestorben, oder was? Blutmagier ist tot. Ja. Das ist schön. Dann auch schon Stun reingehauen. Ich glaube, die am weitesten hinten sind, werden am schnellsten wieder ungestunt. Also, ha, ungestunt. Nee, das hat einfach nur eine. Das ist einfach nur random, das hängt einfach nur vom Glück ab. Aber hast du das verstanden? Hast du verstanden? Ungestunt. Ja, Simon. Finde ich lustig. Echt schlecht. Ich habe den Part von gestern übrigens nicht zu Ende gemacht. Ich bin einfach dann ins Bett gegangen. Ja, hab ich schon gesehen, du warst nämlich offline. Nach zwei Stunden, ja. Bis 2 Uhr irgendwas da machen. Ich habe eigentlich nichts mehr gemacht. Ich habe nur noch Videos geguckt und meinen PC auf 2 Stunden Shutdown eingestellt. Danke, Kirschi, danke. Was, hier geht's auch weiter? Das ist doch riesig hier, ne? Bisschen, ne? Du guckst ja Varo, ne? Nein, guckst du nicht, sorry. Na, ich habe gar keinen Teil von Varo 2 geguckt, außer bei dir. Wenn irgendjemand den Hashtag-Namen von Ungespielt und GLP versteht, dann möge er mir Bescheid sagen. Der Name ist Raupentumor. Ich meine, Tumor verstehe ich schon, weil GLP immer so ein bisschen behindert ist. So wie halt irgendwie jeder, der normal ist, in meinen Augen. Aber warum Raupentumor? Gigant? Der ist irgendwie nicht stark. Der irgendwie voll der Lappen ist? Aber ich wette, die werden irgendwie 60 Leute kommen und dann sind wir wieder gefickt. Ja. Ich verstehe es einfach nicht. Warum Raupentumor? Und da ist ein Grafikbug. Schöner Grafikbug. Wo gehen wir zuerst lang? Toll, danke. Hier lang. Okay, warum? Nicht hier lang. Was ist denn da? Jetzt runter. Ich verstehe den Namen einfach nicht. Hat Unge irgendwie was mit Raupen am Hut? Ist der irgendwie eine Raupe? Mag der Raupen essen? Nee, warte, der ist Veganer, Vegetar. Ach, keine Ahnung. Weiß ich doch nicht. Hier sind 3 von den Dingern und eine in Blau. Die ist bestimmt mies. Bin gestunt. Die auch. Also irgendwie halten die gar nichts aus. Machen die Schaden? Wow, machen die Schaden. Na, zum Glück bin ich nicht gefokust. Die machen ein bisschen sehr heftig Schaden, Alter. Der Mann, da geht's auch runter, ne? Ja, ich glaube auch. Blauer? In das Gleiche. Hä, der hat irgendwie so ein Attack von 0 oder so. Da heile ich einfach gegen mit einem Trank. Und der trifft nicht mal. Ja, irgendwie. Oh, doch, 400 Schaden. Weil irgendwie war das eben stärker. Wahrscheinlich haben wir eben alle 3 einmal getroffen. Kurz mal eine Nachricht schreiben. Dann haben wir noch 32 Sekunden. Gut, dann würde ich sagen, ich hoffe, der hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Tschüss.